Übung 60 von der Seite 69. Selma behauptet, dass sie genau 8 Flaschen von 3 Viertel Liter füllen kann mit dem Inhalt von 2 Fünftel eines Fasses. Die Frage ist, ist das hier wahr oder nicht? Und wir müssen das erklären. So, fangen wir mal an, um zu sehen, wie viel Liter eigentlich die 2 Fünftel dieses Fasses machen. Also, ein ganzes Fass, das heißt 5 Fünftel, das sind genau 15 Liter. Also ist ein Fünftel fünfmal weniger, 15 Liter durch 5, das ergibt 3 Liter. 2 Fünftel dieses Fasses ergeben also am Ende 6 Liter. So. Das wäre also das Wasser, ja, oder das Wasser oder der Wein, oder wir wissen gar nicht, von welcher Flüssigkeit es sich hier handelt. So, mit dieser 6 Liter behauptet Selma, dass sie genau 8 Flaschen von 3 Viertel Liter füllen kann. Also, wie viele Liter machen diese 8 Flaschen? Wir möchten gerne 8 mal 3 Viertel Liter. Liter berechnen. Wie geht das? Am besten zeichne ich euch das hier. Nehmen wir mal das an, dass das hier insgesamt ein Liter ist. Ein Viertel dieses Liters wäre das hier. Das wäre ein Viertel. Drei Viertel wären dreimal solche Kästchen. Also auf die von den 4 Kästchen vom Anfang habe ich nur am Ende, behalte ich nur 3 davon. Das sind also 3 Viertel Liter. Und das möchte ich gerne 8 mal haben. Also habe ich 8 mal das hier. 8 mal 3 solche Kästchen, das ergibt am Ende, also einmal, noch ein zweites Mal, ein drittes Mal und so weiter, bis zum insgesamt 8 mal. Also hätte ich am Ende 3 mal 8 oder 8 mal 3, 24 solche Kästchen. Das ergibt mir am Ende 24 Viertel Liter. Jedes Kästchen ist ein Viertel. 3 Viertel habe ich also 3 solche Kästchen mal 8, das ergibt 24 solche Viertel Liter. 24 Viertel Liter. Mit 4 Viertel Liter, 1, 2, 3, 4, habe ich eine ganze Flasche. Ich habe aber insgesamt 24 solche Viertel Liter. Also kann ich 6 mal 4 ganze Flaschen machen. Denn 24, das ist genau gleich 4 mal 6. Das macht auch 24. Und das ist eine ganze Flasche. Also hat Selma richtig, wenn sie behauptet, dass sie genau 8 solcher Flaschen füllen kann. So, das wäre es also. Bis zum nächsten Video.